Herzlich willkommen zurück zu Grim Dawn. Mit mir, dem Drake. Und mir, dem Chaos. Hier im dunklen Keller, im dunklen, finsteren Keller. Zurück will herzlich kommen. Zurück will herzlich kommen, ey. Ja, da ist ein Stern. Let's go. Stern klingt gut. Ja, wieder ein Stern mehr. Guck mal, endlich ein Level weiter, Mario. Nice. Wow, Steps, oh, Oh. wow, Steps hoch, Steps runter. Ja, das sind wirklich die Schritte des Tormentos. Steps im Kreis. Er schießt hier auf mich. Darf ich das nicht okay finden? Wow, was ein Slowdown. Bin jetzt echt am Überlegen, ob ich den Wendigo dann überhaupt noch skillen soll. Aber er wendigiert doch. Ja, aber das Problem ist, ich kann Oh, halt meine nicht. Maus. Jetzt geht's wieder. Ich kann nicht zwei von diesen Celestial-Fähigkeiten auf eine Fähigkeit pushen. Echt, das geht nicht? Die Fähigkeit. Er steht jetzt mit dran als Celestial Buff. Ich glaube nicht, dass das geht. Aber ich werde es vermutlich probieren und zur Not Testen halt wäre nicht gut, viel. ja. Ja, es kostet zwar richtig viele Ether-Kristalle, aber. Dann wissen wir's. Das wäre richtig geil, wenn man alles auf eine Fähigkeit binden könnte. Meine, zur Not könnte ich es immer noch auf die Bombe machen. Die Bombe kann ich alle 2 Sekunden einsetzen. Wow, da habe ich aber auch die Fresse gekriegt. Oh, das ist wieder so ein. Ich könnte es eigentlich sogar auf die Clusterbombe legen. Weil die ja so einen AOE-Effekt hat. Warte mal, wie viel Cooldown hat denn die Clusterbombe? 7,5 und der Granado? 3 Sekunden, dann lege ich es lieber auf den Granado. Den kann ich ja zweimal einsetzen in der Zeit. Da fliegt er schon Klick wieder. immer auf dich, weißt du? Das ist total nervig. Wow. Alter, da kam der Welt. Stimmt, ich werde es, wenn dann, auf den Granado legen. Brauche ich eh die ganze Zeit, weil der halt die Rüstung von dem soll. Oh ja, es wird der Tech-Speed. Oha. Leider ist der sonstige Speed gerade nicht so da. Shepherd's Call Rang 8. Oh, da müsste meiner auch gleich wieder leveln. Komm schon, Twin Fang. Fette Tore. Wow! Der Teleporter. Oh! Könnt ihr mal nicht tun. Echt mal, mach das mal nicht. Hallo, könnte mein Twin Fang mal leveln? Nö. Muss ich da mal ganz kurz gucken. Twin Fangs. Welches Level hat er jetzt? 8. Okay, meiner ist 8. Dann hat er, ist auch irgendwann gelevelt, denn ich habe es nicht gemerkt. Wow. Ja. Schon wieder neuer Shit. Mann, stehen die hier im Eingang? Mann. Oh, lass das mal. Muss hier lang. Deswegen Steps of Torment, weil es halt immer weiter runter geht, runter geht, runter geht. I see what they did here. And also there. Ritt oder. Ich wünschte mir, ich hätte das gerade nicht getan, diese Leiche angefasst. Ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Ja, aber cool. So viele Bogenschützen rapen einfach seine Lebenspunkte. Aber ich habe da ja ein Hausmittelchen dagegen. Life Leech. Das ein oder andere Bämpchen. Ach so, du gehst nach unten. Ja, keine Ahnung. Oben betrayed das so oft in diesen Machen die mich langsam oder slowt einfach das Game gerade? Nee, da ist tatsächlich auch ein Gift, das ist laut. Ich glaube, wenn die sterben und du läufst durch dieses restliche Plasma. Oh. Das ist fies. Alter, ich steht mir in so einer Meute und wartet nur, um mich mit einem Pfeilen zu spicken. Wo sind eigentlich deine Pets gerade unterwegs? Die legen alles auseinander hier. Die rasten ein bisschen aus. Oh, komme ich hier durch die Wand und kann das irgendwie. Naja, die tauschen auf mein Ding.
Flame oder so nicht. Oh, vor die Wand geworfen. Das ist so der einzige Nachteil am. Ja, mit dem Werfen ist natürlich mit der Noxious Poison Bomb auch ein bisschen schwierig. Weil du halt öfters mal gegen die Wand wirfst. Oder irgendwo dagegen, wo es nicht hin soll. Oh! Secret? Not really. Just beautiful. Just blah. Oh, Schrein. Ein neuer Schrein. Der ist korrupted. Rhyme Lord. Wow. Und wer? Was? Void Reach? Alt. Der hat sich aber nochmal geteilt, den Haufen weißes Schild. Jetzt rapen die uns hier unsere Gesichter, ey. Boah, das load gerade übelst. Ja, das Spiel kommt mit diesen ganzen Spawns nicht klar. Random Chest geöffnet, scheiße. Loot auf dem Bildschirm runter, ey. Kann der mal nicht auf mich gehen. Da habe ich doch nochmal ganz schön einen drauf gekriegt. Chains of Oleron. Haben wir's jetzt? Ne, immer noch Gegner. Haben wir's jetzt? Ne, immer noch Gegner. Jetzt aber vorbei. Castet er natürlich nochmal so ein Dingsbums hier. Was liegt denn hier? Wow! Alles? Alter, da muss ich ja dreimal zurückporten zum Einsammeln. Vor allem, es ist nichts dabei, es ist alles gelb. Ja, ich hab was Grünes. Aber. Ja, da sagt es schon, mein Inventory ist voll. See ya. Oh, was ist das? Blueprint Explorer's Tunic? Mein Inventory ist sowas von voll. Echt jetzt? Ja, ich bin schon zurück. Er hat sogar schon gesagt, dass es voll ist. Das heißt, er hat versucht, es umzustapeln. Es hat aber nicht funktioniert. Ja, scheiß großen Power Shields und sowas. Ring hier dazwischen. Hier ist noch ein Ring dazwischen. Den ganzen Scheiß heben auf. Man könnte eigentlich mittlerweile sagen, meins sammelt nur noch Grün ein. Aber, nee. Ja, das Geld gibt halt so gut Kohle. Ich bin jetzt wieder bei 84.000 und ich habe vorhin erst das Stash Upgrade gekauft. Was ja auch cool ist, dass mein Teleport stehen bleibt, auch wenn ich ihn benutze. Nicht so wie in diversen anderen Games. Ja. Okay. Von Konkurrenzfirmen, die wir nicht nennen wollen? Konkurrenz würde ich dazu nicht sagen. Stimmt, das ist keine Konkurrenz für das Spiel hier. Das Spiel ist einfach gut auf seine eigene Art und Weise. Ist halt kein Path of Exile, Diablo-übliches Hack and Slay. Es ist halt, hat schon immer seine eigene Formel gehabt. Das heißt schon immer, es gibt nur einen geistigen Vorgänger und das war Teil. Oh, das ist das zweite Mutagenik. Da brauche ich bloß noch eins. So, ich habe jetzt hier den ganzen Müll verkauft. Das heißt, ich muss nur noch mal an meine. So, dann haben wir noch einen Spirit Point, wir haben einen Skill Point, wir haben alles. Ich habe einen zweiten Stapel. An Potions. Die Potions habe ich immer alle bei. Achso. Ach, warum? Was? Wie in den zweiten Stapel? Die Potion of Mending kann doch gar nicht stapeln. Doch bis 100. Oh, jetzt wo du es sagst. Ja, dann lege ich halt mal die Hälfte in die Bank. So, zurück zu Misery. Und, wir haben doch hier Punkte available. Steuerung Click to Split. Das funktioniert aber nicht. Steuerung Split to Click. Ah, das kann ich bestimmt nicht, weil ich gerade in dieser Ansicht war. Ja, wow. Zack. Nicht chatten. Jetzt der so. Chat so. So. Okay, Vulture ist fertig. Hey. 50. Das nächste muss wieder in Crossroads rein. Alter, was liegt denn hier für Zeug? Sind das weiße Anzeigen, Alter? Geht gar nicht. Ist mit dem nicht richtig da drüben? Ich glaube, ich mach's jetzt nur noch so. Ich schütte das Zeug hier rein und dann drücke ich Combine. Und den Rest wird das Spiel schon machen. Ich blick hier nämlich überhaupt nicht mehr durch, was ich hier habe und was nicht, ey.
Hier ist noch ein fertiges Ektoplasma. Und fertiges Corpse Dust. Ein fertiger Soul Shard. Hier haben wir noch eins davon. Gut. Oh, Mark of Dree klingt gut. Ach, hier ist ja noch ein Tower-Schild. Wie konnte ich das denn übersehen? So. Ich glaube, ich denke, gut ist. Das da. Guardsman's Breastplate war Bullshit. Und hier oben haben wir Spear Brain Ornament. Das war auch Bullshit. Royal Jelly Essence. Bullshit. Bist noch nicht da, oder? Nee. Nee, ich muss noch Tower-Schild verkaufen. Das war noch im Inventar hängen geblieben. Ich muss auch noch skillen. Und Devotion. Ja, und den Devotion Point vergeben. Also hier skillen wir direkt mal, und zwar auf Cunning. So, dann gehen wir hier hinter und skillen Dämonologist hier weiter, weil wir jetzt rausgekriegt haben, dass wir hier nochmal pushen müssen, bis wir 5 Fragmente haben. Hä? Angeblich kriege ich doch... Haben die das abgeändert? Was? Ganz kleiner Augenblick. Ich kriege laut dem Skillplaner erst bei 12 vollen Punkten 5 Fragmente. Hier müssen tatsächlich 12 Punkte rein. Ich habe jetzt 9. Bei was? Bei meiner letzten Fähigkeit für meinen Main-Shot. Den muss ich komplett voll skillen, damit die 5... Das sind diese Pfeile, die immer von mir weggehen. Von den Gegnern. Ach, du musst voll skillen, damit du den nächsten Punkt kriegst? Nein, nein, ich muss... das sind aktuell... Ursprünglich sind das 3 Pfeile gewesen. Pro Gegner, pro Schuss. Ja. Ab einer gewissen Zeit waren das 4. Und um 5 zu kriegen, muss ich tatsächlich alle 12 Punkte in diesen Teil-Skill reinsetzen. Ach so, okay, okay. Weil das ist halt einfach dann fünffacher Schaden, weil die machen... Wie viel macht denn so ein Splitter? 108 Fire-Damage macht so ein Splitter. Und dazu nochmal 40 bis 79 Chaos-Damage, was ja auch noch steigt dadurch. Nice. Komm jetzt zurück. Ja, ich komme ja schon. Ich bin noch gerade fertig. Mein oder dein Portal? Ist egal. Misery bist du gerade. Nein, ist nicht egal, weil die völlig woanders stehen. Aber Misery ist richtig. Gut. Oh, Potion of Mending. Die Potion von Mandy. Alter. Boom, boom, boom. Wenn ich die Schüsse rausdrück hier. Ey, deine Aura ist so hammer. Passt so gut zu meinen Füßen. Wir haben echt, ohne das Großfeuer zu überlegen, ein super Combo gezogen. Die wird aber nicht weiter geskillt, die Aura. Die wird nicht besser, also im Attack Speed Bonus. Reicht doch so. Guck doch mal, wie schnell ich angreife. Das mit einer very slow weapon. Willst du mich verarschen? Ich rumpf's hier raus, ey. Wenn ich nur eine finden würde, die nur slow hat, würde ich nur noch bum 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 dastehen. Aber die meisten Zweihandwaffen haben halt very slow. Oh, Iron Bits. Ja, das Coole ist, ich habe halt eine Fähigkeit, die sowohl diese Clusterbombe als auch diese andere Bombe verstärkt. Somit quasi Double Win. Ich glaube, wenn wir nochmal spielen sollen, also wir werden ja definitiv nochmal spielen, wenn das Spiel richtig fertig ist. Dann werde ich so ein Astralmagier auf diesen Strahl spielen. Auf den Strahl, ja? Das ist ja so geil. Hatte ich ja schon mal. Aber nur. Oh. Oh, Lord Rosenthal. Ja, aber der will. Nee, Lady Rosenthal. Gute Frau ist weiblich. War weiblich. Gute Frau ist tot. Scarlet Marksman. The Scarlet Marksman? Das klingt wie eine Schusswaffe. Wenn ich da mal langsam gucken könnte. Ja. Schau mal bitte. Gucken wir doch mal. Die kann ich noch nicht mal. 663 DPS nochmal drauf. Ist was, oder? Na, die kann ich aber aktuell nicht tragen. Ja, ist egal, nimm damit. Naja, das Problem ist, die Brimstone gehört halt mit zu diesem Set. Und das Set, wenn ich das voll kriegen würde, würde das plus 1 auf alle meine. Mach's doch folgendermaßen. Solange du kein zweites Teil von diesem Set hast, nimmst du dann die Waffe. Und wenn du wieder ein zweites Teil findest,
und ja, der Damage dann höher ist. Die Frage ist halt, ich bräuchte den Brimstone Reaper eigentlich auf einer höheren Stufe. Wenn es den nochmal auf einer höheren Stufe gibt. Eigentlich gibt es alle Items nochmal auf einer höheren Stufe. Okay, gut. Also es gibt halt einen Itempool und der rollt entsprechend deiner Stufe. Das heißt, wir können zum Beispiel aktuell gar keine Level 40 Items finden. Obwohl, wir sind jetzt 32, 40 dürfte sogar funktionieren, aber keine 45er. Okay. Und aus diesem Pool werden halt aus... Oh, warte mal, hier ist zum Glück Schluss. Ein Sackgas? Na, lass mal lieber unten lang gehen. Obwohl, ja, stimmt, da ist ein Tor. Und es ist halt so, dass du quasi jedes Item nochmal auf eine höhere Stufe finden kannst. Ja, das ist ja super. Und wir haben ja noch nicht mal, ich glaube, Legendary oder sowas gibt es hier auch. Gab's Legendary in Titan Quest? Oder war Blau da schon das Höchste? Bin ich mir nicht sicher, war zu lange her. Aber Blau ist ja halt nur Rare, glaube ich, oder? Ja, nee, Blau ist Epic in dem Spiel. Ist doch noch was. Legendary gibt's bestimmt noch, aber... Es muss halt nicht immer besser sein. Ah, da ist wieder Crushing Will. Das ist ein Zauberbuch. Lass mal gucken. Dann gut, man darf halt auch nicht vergessen, wir spielen nur auf Normal. Es gibt auf ja noch Veteran. Zwei Schwierigkeitsgrade. Nee, auf Normal. Veteran ist ein Bonus. Ja, Veteran stimmt. Kannst du bei allen Stufen einstellen. Das ist quasi wie eine Art Heroic Mode. Du hast halt mehr Gegner und sowas. So, jetzt kriegen wir so viele. Ein Gegner, wirklich. Elemental, Acid gehört nicht zu Elemental, oder? Nee, ich glaube nicht. Weil Acid ist ja auch kein Element. Also außer Acid Rain, aber den... Nee, da ist bestimmt nur Feuer-Eisblitz gemeint. Genau. Gut, hier unten sind wir dann auch. Und damit ist es dann auch schnell... Oh, das ist ja ein Set, was ich gerade trage. Das Zauberbuch. Miasma. Nice. Oh, drei Teile plus eins auf alle Skills vom Okkultisten. Ne, nach unten brauchen wir nicht, da ist Northing. Ja, und natürlich plus 20% Poison Damage mit 30% erhöhter Dauer. Poison. Running through my veins? Da finde ich die Remixes von Groove Coverage ziemlich geil. Ja. Aber das Singen sollte ich anderen Menschen überlassen, die das tatsächlich können. Definitiv. Was bist denn du? Großpriester irgendwas. Wow, Großpriester kommt mir übrigens den Scheiß hinten in meinen Arsch rein. Bin ich in der katholischen Kirche oder was? Wir sind 37, das tut weh. Das sind vor allem viele. Jetzt habe ich die Truhe geöffnet. Die können alle blocken. Boah, da haben wir auf den Damage, ja. Braucht man Heil dran. Also wir sind zumindest erstmal die ganzen random Gegner los. Jetzt schießt er auf mich oder was, weil ihr merkt ja, dass ich hier mit Poison Bombs ziemlich reindrücke. Ich finde das immer wieder geil, wie der Briarthorn bis zum Ende durchhält. Oh! Nur gelb, das ist halt alles Müll. Nö, blau. Das ist gelb, aber mehr halt auch nicht. Bindings of Bismil. Nice. Was ist das jetzt? Ja, hoffen wir so. Skeleton Key? Boah, ein Skeleton King oder was? Nee, 99 Schlüssel. Achso. Handguards of Redemption. Jetzt müssen wir mal gucken, das ist ein Set. Gates of Anguish klingt oh, das sehr ist was stark für mich. Nach We don't go here any further. Increased Armor, Attack Speed. Ja, doch. Kann ich nicht tragen, brauche Physik 443. Haben wir jetzt. Benötigt Player Level 40. Ja, ich sage ja, 40 Items können wir jetzt schon finden, wir sind 32. Sieht bei einem Ancient Power. Das sieht irgendwie fies aus, der Geralt. I can't open that! Aber es geht doch auf! Mami! Der was sagt zu mir, I can't open that! Und macht's auf. Ich hab den Skeleton Key dafür verbraucht. Ja, natürlich. Ich hab den noch. Du hast auch ein Dings bekommen.
Your connection to was? Oh. Oh. Lass mal hier das. Noch. Ja, da ja. Können wir es nicht mehr setzen. Ich gehe erstmal zurück und mache clean mein Inventory und sowas. Und in der nächsten Folge. Ja, wir sind tatsächlich auch im Folgenende. Geht's dann weiter mit einer Gegend, in der wir kein Riftgate setzen können? Das wird interessant. Schauen wir mal. Da dürfen wir nicht sterben. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.